Aloha, hey, hier zum 53. I Know Your Game Podcast an diesem wundervollen Tag, der uns mit Sonne satt bescherte. Fast hätte ich mir eine kurze Hose angezogen. So schön war es heute. Und ich begrüße im wahrscheinlich genauso sonnenbetankten Bremen den Bastian. Hallöchen. Hallöchen. Ja, ich hatte auch kurz an kurze Hose gedacht, aber ich bin gar nicht rausgekommen. Von da hat sich das erübrigt. Im wundervollen Frankenberg war es hoffentlich auch sehr sonnig. Caroline? Garantiert. Ich war nur nicht da. Ich war ja arbeiten. Das ist ja ganz weit weg. Hallo, hallo. Wie, das ist ja ganz weit weg? Ja, ich arbeite 70 Kilometer weit weg von Frankenberg. Ach du Schande. Da sind die Wetterverhältnisse andere. Aber völlig ist ein anderes Klima. Pah, ganz andere Mittelhessen, Zeitzone. Nordhessen, das ist ja schon ein Ding. Mann. Hm. Und wie war es im schönen Waldsee? Es war unfassbar sonnig. Aber das Problem ist, dass es morgens immer noch arschkalt ist. Und ja, man morgens, weil ich fahre ja immer mit dem Fahrrad, und dann fährst du dann halt mit deinem Pulli und deiner Jacke und bieberst noch so ein bisschen beim Fahren. Und wenn du dann heimfährst, verschmachtest du halt in selbiger Bekleidung. Da war ich heute mal ganz frech und habe einfach mal alles liegen lassen im Geschäft und hoffe, dass es morgen früh besser wird. Das ist so diese Übergangsphase, ne? Also im Herbst kann man sich nicht korrekt anziehen, weil man entweder zu warm oder zu kalt angezogen ist. Und im Frühling das Gleiche. Verdammte Jahreszeiten. Echt, der Frühling ist aufhören. Super, hallo? Ach übrigens, nicht vergessen, wenn ihr den Podcast hört, Sommerzeit. Bam. Also der Podcast... Echt? Jetzt am Wochenende. Echt? Ja. Sonntag vorher zurück. Ja. Also vor. Wir schlafen eine Stunde weniger quasi. Ach, aber am Wochenende ist das egal. Nein. Das sagst du. Ja. Jede Stunde Mass Effect zählt. Oh Gott. Am Wochenende gibt es gar keine Stunde in Mass Effect hier. Ja, los. Ist ja gut. Nee, ich habe ja das Vergnügen, einer Taufe beizuwohnen. Und da werde ich natürlich meiner Pflicht als... treu, lieber Onkel nachkommen und brav mit Familie feiern und so. Sagt dann dein Neffe oder deine Nichte, sagt dann Onkel Johannes oder Onkel Totoro zu dir? Der sagt zu Onkel Johannes. Ja. Oder wenn der wüsste, was du noch alles für Hobbys hast, wenn der wüsste, aber ganz anders. Ja, meistens dann wär's der Lieblingsonkel. Meistens sagt er Hallo und verschwindet dann wieder in irgendwelchen Handhelds oder anderen Geräten. Das hat er ist eigentlich, die Jugend. Ja. Hat er eigentlich schon jemals meinen Namen gesagt? Ich glaube, er hat mich noch nie meinen Namen genannt. Hallo heißt du. Ja, ich heiße nur Hallo. Cool. Das ist ganz schön verwirrend, wie viele Namen du hast. Ah. Repo, Hallo, Caro. Das ist ja der reinste... Es ist der reinste Dschungel, Garten der Namen. Passt auf keinen Pass. Nee. Aber Repo finde ich gut. Repo. Oh hallo? Mann, leg das doch nicht auf die Goldwaage, was ich sage. Wieso, Repo ist doch... Hallo, Repo ist doch richtig? Ja, aber ich glaube, er meint das anders. Mit H. Nee, noch. Dann verstehe ich. Aha, aha. Ich weiß nicht genau, wie die aussehen, aber ich wage jetzt mal die Behauptung, dass das schmeichelhaft ist. Es ist garantiert schmeichelhaft, so. Kommen wir zu dem, was die Welt wunderschön, lustig, bunt und unterhaltsam macht, nämlich Videospiele! Juhu! Neuigkeiten! Ja, es gibt Neuigkeiten. Wahnsinn! Und das verrückt auch schon wieder. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Ja, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll, ne? Oder? Es war eine aktive Woche, ganz schön viel passiert. Jetzt schon. Jetzt schon, ey. Für uns ist die Woche noch nicht ganz vorbei. Für euch ist sie schon vorbei und fast schon wieder eine neue angefangen. Aber... Jo, fangen wir mit Far Cry an, oder? Ja, fangen wir mit Far Cry an. Na gut. Geile Scheiße. Ja.
Hat das Ilja gesehen, ja? Hat da sich jeder drauf vorbereitet und den ultimativen Videospiel-Drogentrip sich mal reingezogen? Ja, es war, also das Video war sehr huiuiui. Es hat viele Abenteuer versprochen. Und ja, auch ganz schön viel Dramatik. Und die Grafik war ja wirklich, die war ja mindblowing. Ein Zuckerschlecken. Ja, aber war das nicht immer so? Ja, habe ich ja vorhin erwähnt. Weil irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass Far Cry immer ziemlich geile Trailer hat, aber das Spiel dahinter dann doch nicht so großartig ist. Wobei man jetzt nicht sagen kann, dass die Far Cry-Spiele nur im Trailer geil aussehen, in den Zwischensequenzen. Die sehen grundsätzlich immer geil aus. Ja, ja. Aber sie haben halt leider spielerische Schwächen gehabt. Ja, also. Besonders auf der Wii. Ja, das darf man gar nicht zählen. aber Far Cry 2 hatte halt zum Beispiel so dieses unfassbare Problem, dass überall in diesem afrikanischen Land so kleine Freischärlerposten waren. Und die hast du gefühlt 23 Mal während 2 Stunden Spielzeit platt gemacht. Und immer wenn du wieder dran vorbeigefahren bist, waren die Dinger A wieder aufgebaut und B wieder voll bemannt. Also jetzt müssten hunderttausende Freischärler-Menschen, die ganze Zeit nur im Busch darauf warten, dass die anderen alle hops gehen und dann springen sie hervor, bauen alles wieder auf und zack, stehen die wieder im Wald. Ja, sowas hasse ich ja wie die Pest. Das ist auch das Schlimmste, was es gibt. Also, dass die Leute da seit Mega Man nicht draus gelernt haben, dass wie spawnende Gegner das schlimmste Unheil aus der Videospielewelt sind. Also. Aber es ist noch lange nicht tot. Also ich habe das Gefühl, dass das noch ganz schön präsent ist. Ja. Weil das ist wirklich nicht mehr nachvollziehbar. Also du gerätst halt irgendwo in eine Mission, ja, und du weißt ganz genau, da bin ich eben vorbeigefahren, da kann keiner mehr sein. Ja. Und du musst dich aber irgendwie stealthy dahin bewegen, wo deine Mission ist. Kannst du aber nicht, weil dieser fucking Posten wieder besteht. Also das ist ganz, ganz schlimm. Aber schön sahen sie immer aus. Nein, aber wenigstens wusste man das bei Far Cry irgendwann. Bei anderen Spielen ist es ja oftmals so, da bist du dir dann irgendwie mitten in der Schlacht nicht ganz sicher. Spawnen die Gegner die ganze Zeit oder macht man irgendeinen Fortschritt und oder muss man irgendwas triggern, damit das aufhört? Und es ist dann immer, also furchtbar, ganz furchtbar. Damit das aufhört, ja. Ich hatte gestern eine Session, wo ich mir gedacht habe, wann hört das auf? Ja, ist ja oftmals bei irgendwelchen Zwischengegnern so, wo du dann nicht weißt, musst du jetzt dieses Kleinvieh, was um den Boss rumschwört, beseitigen oder nicht? Mhm. Und meistens hat man dann den Überblick nicht so ganz über das ganze Geschehen. Bis man das dann erstmal raus hat, hat man dann wieder seine ganze Energie weg, alles vorbei. Das ist ja am krassesten bei Call of Duty, was man ja wirklich effektiv durchspielt. Das kann man ja echt durchspielen, ohne jemanden zu erschießen, weil du einfach nur von Deckung zu Deckung hechten musst, bis halt dein Team, Squad, halt alle automatisch auflöst. So kannst du ja eigentlich nie, so siehst du eigentlich nie ein Ende an Gegnern. Da kommen unendlich Gegner, bis du halt einen bestimmten Punkt erreichst. Und dann hören sie halt auf zu kommen. Das ist halt echt eigentlich Steinzeit-Architektur, aber naja, gut. Ich erinnere mich da an eine Mission in Vietnam bei Black Ops. Boah, hab ich Knochen gekotzt. Das war so ein Berg. Man war eigentlich auf der Flucht und dann rannte man mitten in eine Schlacht, wo die Vietnamesen den Berg hochkamen und du musstest diesen beschissenen Berg, der voll war mit Schützengräben und Löchern und Mörsern und hast du nicht gesehen, den musstest du verteidigen und es kam wirklich, du wusstest nicht, wo du hin musst. Dann bist du irgendwo hingerannt, haben sie dich weggemetert. Dann bist du da hingerannt, wurdest du auch weggemetert. Das war so Trial and Error. Und das über eine gefühlte Stunde lang, weil du nicht wusstest, wo du hin musst. Mhm. Und irgendwo auf diesem ganzen Berg war dann ein Punkt, wenn du da angekommen warst, dann hörte plötzlich diese unfassbare, endlose Welle an Gegnern auf. Ganz schlimm. Oh. Oh, das war echt. Das war auch bei World at War, weiß ich noch, habe ich geflucht ohne Ende, weil du konntest dieses Spiel effektiv nicht durchspielen, wenn du nicht gemogelt hast und dich an den Ecken und Rändern irgendwie vorangeschlichen hast, weil du konntest sie nicht abknallen, die haben dich zuerst geschossen und ohne vorher nach vorne hechten kann man das Spiel nicht durchspielen auf Veteran. Also ich mach das ja immer nur auf Veteran, weil sonst macht es keinen Spaß. Ja, natürlich. Ja, klar. Ja. Im Prinzip ist das so ein Checkpoint-Rennen in Shootern. Ja, genau. Ja, sich in den nächsten Checkpoint reinschmeißen.
Ja, ich bin auch immer, das ist auch immer lustig, wenn die irgendwie zu früh triggern und dann dauert es auf einmal eine Ewigkeit, bis der nächste endlich kommt. Oh, dann hörst du immer dieselben Funksprüche, immer und immer wieder. Und es gibt so einen Loop des Grauens, der dich bis in den tiefsten Nächte verfolgt. Oh, den kriegst du nicht mehr aus dem Kopf. Wie kamen wir denn hier hin? Wir waren bei Far Cry, Freunde. Wie spawnende Gegner. Ja, aber eigentlich wollten wir über den Trailer sprechen. Da geht es nämlich um Drogen. Drogen sind böse, aber im Spiel wahrscheinlich ein sehr wichtiges Element. So ein bisschen erinnert das an das sich selbst heilen im zweiten Teil, wo man ja wirklich dann mit so einem Erste-Hilfe-Set an sich rumdoktort und so und Kugeln aus sich rausholt und verbindet und verarztet. Oder halt im ersten Teil dieser komische Modus, dessen Name mir nicht einfällt. Vor allem lernen wir aus dem Trailer, nicht nur Drogen sind schlecht, sondern Drogen, die einem irgendein komischer, verwirrter Opa einflößt. Ja. Wer war denn der Kauz? Das hätte ich dir aber schon vorher sagen können. Ja. Opas sind ganz schön komisch. Ja, der auf jeden Fall. Also, guck mir den Trailer an, wenn der mir auf der Straße begegnet, dann habe ich aber einen schnellen Schritt drauf. Aber dieser Opa war ja eigentlich so das einzig wirklich Neue. Ich meine, diesen bekloppten Gang-Leader, den hast du ja schon vorher gesehen auf der E3. Ach, vor allem, wie sich das anhört. Der Opa ist wirklich das Neueste an dem. Und sich dann denkt, oh je. Wow, da sind aber die Ideen wirklich ausgegangen. Aber ansonsten sieht der Trailer sehr nach einem Zusammenschnitt von Skripts aus. Also das so richtiges Gameplay habe ich da jetzt auch nicht sehen können. Auch wenn ja, das war ein bisschen beschönigt. Also ja. Da wurde schon dem Fuchs ein Wolfsfell übergezogen, damit es doller wirkt. Aber ich finde, das, was man im Trailer sieht, sieht doch trotz allem echt nett aus. Also, ja, man konnte ja auch im letzten Trailer konnte man ja auch schon nicht so wirklich sagen, ob ist da jetzt irgendwas Gameplay-mäßiges bei oder alles nur Zwischensequenzen gescriptet. Ja. Das wird das Interessanteste, glaube ich, an Far Cry. Ich bin sehr gespannt, was da jetzt noch so kommen wird, weil ich meine, so ganz viel Zeit haben die ja nun nicht mehr um. Ich meine, das Spiel kommt dieses Jahr raus. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Wieso? Warum? Bitte? Warum denn? Was ist denn so schlimm daran? Es ist doch nur Far Cry. Ja, aber wirklich. Es passiert doch nichts. Du musst doch gar nicht mit auf die Insel. Du kannst ja Es ist doch nur Far Cry. Es ist doch nichts Schlimmes. Ja, Ende September kommt es raus. Anfang September. Soweit ich weiß. Ja. Ja, genau. Es ist ja gar nicht mehr so viel Zeit. Also ich meine, dafür, dass man jetzt, ich glaube im Februar kam der erste Trailer, jetzt haben wir schon den ersten Gänsefüßchen-Gameplay-Trailer. Also jetzt müssen sie aber mal ordentlich anziehen. Vor allem bin ich gespannt auf Multiplayer. Oh ja. Koop? Nö, glaube ich nicht. Warum nicht? Ja, weil das hast du ja schon im ersten, also im Vorgänger-Trailer schon gesehen, dass der Typ seine ganzen Kumpel und hast nicht gesehen, dass die alle abgeknallt wurden oder weg oder verschollen. Ja, die Kumpel können ja auch respawnen. Also, weiß man nicht. Doch, nee, aber ich meine, der verspricht ja Back to the Woods und Back to the Woods heißt für mich allein im Dschungel gegen eine Armee von Söldnern. Und Drogen. Das wird sein. Und Drogen. Ja, aber das scheint ja, also so habe ich mir das jetzt zusammengereimt, in dem Trailer heißt es so ein bisschen wie, du brauchst, auf dieser Insel wirst du nur überleben, wenn du Drogen nimmst. Ist eine zweifelhafte Message. aber ich glaube, dass diese Droge tatsächlich, also ich denke mir das jetzt, das fände ich sehr cool. Liebe Entwickler, wenn ihr gerade zuhört, bitte nehmt das auf. Sie rollen ja so Felsen weg, weil da gerade so krasse Optics hat. Das fände ich ganz cool, wenn das tatsächlich im Spiel passiert und auch nur dann passiert, wenn du die Drogen genommen hast. Und dass du diese Stelle nicht schaffen kannst, weil, weißt du? Das wird aber sowas von nicht passieren. Ich glaube schon, dass das alles so eingebaut ist, dass du das immer dann benutzt, wenn du es machen sollst. Ja, und gut, okay.
es ist auch nicht das erste Spiel. Also es gab schon mal so einen Shooter, wo du immer mit Drogen vollgepumpt wurdest, damit du besser kämpfen konntest. Wie hieß Ach, denn stimmt, ja, ich erinnere mich. Wo du so Adrenalin Ja, ja, genau. Da warst du auch so in so einer Armee im Dschungel. Was war denn das? Ich weiß auch nicht mehr, wie es hieß. Das ist auch schon so 4, 5 Jährchen her. Da kam das raus. Quatsch, echt? Ja, ja, das war auch so ein Ego-Shooter für PC. Und das ist doch nicht so lange her. Aber ich hab noch ganz gut vor Augen. Ich habe aber irgendwas über Multiplayer-Modus gelesen. Irgendwann, irgendwo. Zu irgendeinem Spiel. Nee, schon zu Far Cry. Okay. Also ganz nebenbei, während du da noch suchst, es gibt ja auch andere bekannte Spielereien, wo Drogen verherrlicht werden. Ja. Mario. Ja, ja, auf jeden Fall. Ey, der frisst nur Pilze. Der frisst Pilze und Sterne. Hallo? Geht dann voll ab wie Schmidts Katze. Ja. Und bei Mario Kart sind sogar goldene Pilze. Das finde ich sehr bedenklich. Blaue, grüne, rote, goldene, alles. Die ganze Psylo-Reihe rauf und runter. Haze, so hieß das. Ja, stimmt. Das war auch mit diesen Drogengeschichten. Ah, das ist total untergegangen, oder? Das ist gar nicht so. 2008 kam das raus für PlayStation 3. Ist es doch gar nicht so lange her. Ja, danach hat das Studio dicht gemacht, ne? Ah, ja, ja. Und das war ja gar nicht Dingens. Das war ja gar nicht. So gut. Ja, das Problem war halt auch, es kam nur für PlayStation 3 raus. Und wer hat sich 2008 eine PlayStation 3 gekauft? Hallo? Ja, buh. Ja, was gab's denn da außer. Haze. Für die PlayStation? Ja, gut, im Jahr 2008, außer Uncharted 1, gab's da jetzt. GTA. Ja, das gab's ja auch für Xbox. Ich meine, war exklusiv. Was Metal Gear. Okay. Metal Gear. Immer wieder diese Lester. Yeah. Nee, ich hab ja auch eine. Ich benutze sie halt nicht, weil nichts kommt. Zu Recht. Kommt dieses Jahr kommen genau 3 Spiele raus der PlayStation 3 exklusiv, die mich interessieren. Das ist, die PS3 ist nur gut für Heavy Rain. Mehr braucht man da nicht. Ja, ich würde auch Uncharted und wie heißt's? Da gibt's noch eins. Moin. Ah, oder vor. Gibt's nichts. Cool. Dark Souls vielleicht? Ist dein Demon's Souls. Demon's Souls. Na klar, das ist eigentlich das Kaufargument. Ah, ist ja, aber das wenn jetzt eine Überleitung. Wie viele Wahnsinn. Kaufargumente Ach, stimmt, musst, genau. Ja. Da war ja auch Wahnsinns Überleitung mehr. Das hätte ich ja besser nicht planen können. Ja, das wäre Wahnsinn. Demon's Souls, Dark Souls, da gab es diese Woche auch ein bisschen Gerüchtedunst in der Küche. Ja, da ich ein großer, großer Fan der Souls-Reihe bin, ich nenne es jetzt einfach mal so, habe ich die Dark Souls-Facebook-Seite abonniert und da kam letztens ein komischer neuer Link dazu. Von Zelda oder was? Gott, der war so flach, ich entschuldige mich dafür. Ja, da muss ich einen Zelda-Jingle einbauen. Als Tusch. Tusch. Genau. Ja, also dieser Link, der leitet auf eine Dark Souls Wall Facebook-Seite, die eigentlich nichts anderes ist wie ein Bild mit einer Mauer drauf. Und wenn du die likest, dann verdünnisiert sich so langsam diese Mauer immer, immer mehr. Die hat jetzt, glaube ich, wo ich zuletzt geguckt habe, 7000 Klicks gehabt. Und hinter dieser Mauer ist dann wohl die sagenumwobene neue Mitteilung, die uns From Software da verspricht. Und das könnte einiges sein, weil es hieß ja schon seit längerem, ja, diese große Petition der PC-Fraktion, dass die auch eine Dark Souls-Version wollen und dass es auf Gehör geklungen ist bei den Entwicklern. Das gibt's ja dieses Gerücht, dass sie eine PC-Version raushauen. Dann gab's Anfang des Jahres eine Patent, also eine namensrechtliche Sicherung seitens vom Software, die übersetzt so viel heißt wie Der dunkle Wald, was so ein DLC sein könnte, was ja angeblich nie kommen sollte, weil der Entwickler japanischer Name einfügen, bitte. Kann ich jetzt nicht sagen. Daisuke Uchiyama. Sehr schön. Kannst du es dreimal hintereinander schnell? Daisuke Uchiyama, Daisuke Uchiyama, Daisuke Uchiyama. Streber. Kriegst einen Dark Souls Ehrenpreis.
Ja, laut ihm hieß es ja, Dark Souls soll ein komplettes Paket sein, da wird es kein DLC geben. Fertig, so wie das ist, ist das fertig und da gibt es keine komischen Zusatzepisoden mehr. Aber das, ja, mit dem Namens, mit der Namenssicherung ist ja schon ein bisschen, ja, schon ein bisschen verdächtig. Könnte etwas kommen. Jetzt mal ohne Witz, ne? Weißt du, was mir jetzt gerade so in dieser Sekunde einfällt? Was ist eigentlich aus der guten alten Add-on-Zeit geworden? Niemand, kein Schwanz bringt mehr Add-ons raus. So für 30 Euro und dann halt wirklich irgendwie in der Länge von drei DLCs. Einfach mal auf einem, so auf einer CD oder auf einer DVD oder von mir aus auch auf einer Blu-ray oder auf einer HD-DVD. Doch, Sims? Doch. Sims gibt's ja. Ja, das zähle ich nicht. Aber ja, jetzt mal so. Undead Nightmare für Red Dead Redemption. War ja zum Beispiel auch eine. Stimmt, aber das kam ja auch als DLC für einen Zehner raus. Du konntest es halt als Standalone kaufen. Ja, genau. Standalone war aber auch wie diesen, schwerer. Du musstest ja dann das Originalspiel nicht mehr haben. Nee, du hast dann halt auch 30 Euro oder so gekostet. Aber das war ja bei GTA auch der Fall irgendwie mit. Ja. Ah, ja, stimmt. Und aber das, ja natürlich, das, aber ist, glaube ich, eine logische Entwicklung dann. Ja. Aber stimmt, es war früher eigentlich schon, auch gerade bei Gothic zum Beispiel, da gab es immer irgendwie nach einer Zeit ein Add-on und das gab dann noch ein anderes Ende und weißt du nicht alles. Das war super. Ich meine, das ist auf Konsolen natürlich ein bisschen schwieriger. Beim PC hast einfach was drüber installiert, fertig. Wieso ist das schwieriger? Ich meine, über DLCs, das hat das für mich im Prinzip ersetzt. Ich meine, siehst du ja auch bei Fallout, da kamen ja auch mehrstündige Add-ons und hast dann 10, 20 Stunden Spielzeit gehabt. Also finde ich jetzt eigentlich nicht. Hat sich eigentlich nur gewandelt. Das Medium ist halt jetzt dieses. Ich bin halt auch nicht so der Freund davon. Also ich kaufe mir generell lieber Sachen, die ich auch später wieder verkaufen kann. Und wenn ich jetzt einen DLC kaufe, weiß ich halt, der ist jetzt gekauft und den habe ich jetzt für immer und ewig und kann den nur komplett mit der Konsole verkaufen. Dann hast du ja schon deine Antwort. Also, Daniel. Ja, stimmt. Oder was ich halt auch schwierig finde, nicht jeder ist immer online mit seiner Konsole. Oder du wartest halt wirklich so lange, ist ja auch ein ganz großer Trend, du wartest so lange, bis es mal eine Game of the Year Edition mit allen DLCs gibt. Ja, habe ich bei Fallout so gemacht und mache ich auch so, weil das macht für mich mehr Sinn. Also, es ist ja wirklich Quatsch. Also, auf jeden Fall. Da kannst du den Content auch wieder komplett als Paket verkaufen. Das, wenn du das geladen hast, hast es halt auf der Platte liegen. Naja. Ja, weiß man schon, wo da die Grenze ist, wenn 7000 jetzt bei dieser Facebook-App-Seiten-Mauer-Wand-Geschichte gerade da sind, ich glaub, 10.000 das, oder was? Ich denke mal, das wird auch nur so eine Art Gimmick sein. Oder ich denke mal, die werden schon früher oder später mit der Sprache rausrücken. Es wäre jetzt marketingtechnisch nicht so schlau, wenn die jetzt warten, bis die 2 Billionen Klicks haben, die sie nie erreichen werden. Und die hätten das schon längst fertig. Oder es wird spekuliert, dass Ende März, Anfang April eine Ankündigung gekommen wäre, also würde das dann wohl darauf hinbauen. Also ich gehe davon aus, es ist 10.000 und bei 9.893 hört es auf und dann wird die Welt nie erfahren, was das ist. Aber man kann ja schon, also ich habe jetzt gestern nochmal drauf geguckt und vorgestern und ich meine schon, man kann so ein paar Buchstaben schon so ein bisschen erkennen, aber ich kann beim besten Willen nicht erkennen, was dabei rauskommt. Also ich vermute mal, entweder PC-Version oder DLC. Also alles andere. Demon's Souls für Xbox fände ich auch geil. Oder halt, was war noch? Ein komplett neues Souls-Spiel könnte auch sein. Aber mal gucken. Schon? Ja, warum nicht? Glaube ich nicht. Das wäre ein bisschen. Würde ich auch nicht sagen. Oder? Das wäre ein bisschen schnell. Das ist ja kein Assassin's Creed, ne? Ja, das stimmt. Ich will eigentlich auch keinen. Also dafür ist es für mich auch zu anstrengend zu spielen. Ich bin dann auch immer, ich liebe es zwar, aber wenn dann 3 Jahre dazwischen nichts ist, habe ich auch nichts dagegen, weil dann will man auch wieder ein bisschen casualisiert werden zwischendurch. Na, wie gesagt, man will ja kein zweites Assassin's Creed Phänomen haben. Oh nee, das brauche ich auch nicht. Das erste reicht schon. ich brauche keins. Nein. Was hatten wir denn noch auf dem Zettel? Wir hatten gerade eben mal God of War gedroppt. Da hatten wir diese Woche ein Fundstück, was der gute André gepostet hat. Und zwar How Dings. Sag mal. Schnell. How It Should Have Ended, God of War. Ja, genau.
Wobei, in dem Video sieht es ja eher nach dem Ende vom ersten Teil aus. Ist es ja, glaube ich, auch, oder? Ja, ja, ich glaube schon. How it should have ended, God of War. Ja, wie sollten manche Spiele enden? Ist jetzt auch gerade bei Mass Effect 3 die große Diskussion. Oh, das Ende, ich habe es ja noch nicht gesehen. Ich will auch gar nicht wissen, wie es ausgeht. Ich will es erst spielen und durchspielen. Bisher kann ich mir noch nicht vorstellen, dass das Spiel für mich schlechter macht, weil auf Amazon, da flippen die ja alle aus und geben nur eine Sternebewertung, was ich ziemlich mies finde. Also, ach, das ist doch kindisch. Ernsthaft? Das ist echt albern. Also nur weil die letzten 10 Minuten einem nicht gefallen. Also da kann man auch Herr der Ringe scheiße bewerten, weil die letzte halbe Stunde Grütze ist. Also ich verrate dir das Ende. Sauron, die Borg, das Imperium und sonst noch wer werden gewinnen. Es tut mir sehr leid, dass ich das jetzt gespoilert habe. Ich glaube, Sauron, das Problem bei Herr der Ringe war das Problem, was so viele aufgeregt hat, ohne dass ich jetzt das Ende, das wirkliche Ende verrate. Dass einfach jeder schon seit einer Stunde auf Toilette musste und der Film nicht aufhören wollte. Nee, nein, die, nee, also die letzte Stunde hat sich einfach emotional so triefend gezogen, dass man dachte, ja kommt, Leute, ihr seid da jetzt die ganze Zeit hingelaufen, ja, ich weiß, ihr habt's schwer gehabt, aber ihr müsst jetzt nicht da stundenlang auf einem Felsen sitzen und von irgendwas träumen und palabern, während um euch herum die Welt zusammenbricht, ja? Geht doch einfach mal los. Wie wär's denn damit? Ja, vor allem hätte ich mir gewünscht, dass man die letzte halbe Stunde nicht komplett in Zeitlupe aufgenommen hätte und irgendwie alles das noch lahmer und dass man noch unbequemer aus dem Kino gedrängt wird. Also, das Abenteuer ist vorbei und gut ist. Dann ab nach Hause. Fertig. Ja, das hat der Film irgendwie nicht drauf gehabt. Dass es nach dem Klimax ganz schnell beendet sein muss, weil die Aufmerksamkeit des Zuschauers dann nämlich schon, also die reicht dann gerade noch 5 Minuten. Und dann kommt nochmal eine Werbepause, wenn du es auf dem Fernseher guckst, also im normalen deutschen Fernsehen, was ja furchtbar mittlerweile ist. Und dann kommt nochmal eine Werbung. Ja, und jetzt stell dir mal vor, eine kleine süße 15-Jährige, total im Herr der Ringe-Hype, macht die Triple Night auch noch mit. Oh Gott. Wie das passiert? Ich möchte keinen Namen nennen. Eine Freundin von meiner Schwägerin, dessen Tochter, in Klammern Name der Redaktion bekannt, hat natürlich die Triple Night sich gegeben vor der wichtigen Biochemie-Klausur am nächsten Tag. 11 Stunden im Kino. Es war wundervoll. War es wenigstens nur die Kinofassung, dass du nicht noch 3 Stunden länger da sitzen musstest? Oder war es die Directors Extended? Die Extended Edition gab es da noch gar nicht damals. Aber auf DVD schon. Beim Kino-Release, also beim ersten Gucken sozusagen, gab es das, also war die noch nicht draußen von allen 3 Teilen. Doch, das kam immer so ein Dreivierteljahr später nach dem Kinofilm. Da kam das war ja die mega Abzocke. Erst kam im Mai oder so, kam die Kinofassung auf DVD und im Oktober kam dann. Ja, aber es sind ja halt die Kinofassungen. Die Kinofassung gibt's nicht als. Also im Kino wurde nicht die Extended gezeigt. Eigentlich ein Verbrechen. Boah, auch bitte. Das hat auch so gereicht. Ich hab das cool gefunden. Ich bin irgendwann im zweiten Film eingepennt und dann. Pünktlich zum dritten Film wieder aufgewacht. Oh, der zweite hat aber auch so einen Hänger in der Mitte. Uiuiui. Boah, der hat auch, also das hat man auch gemerkt, wenn du dann so um 11 Uhr nachts dann den zweiten Film endlich angefangen hast. In der Mitte, dann wurdest du so langsam ein bisschen. Oh. Ja, weck mich, wenn die große Schlacht am Schluss genau, kommt. Weck mich, wenn es vorbei ist. Ich hab zu dem Zeitpunkt den Film ja auch, die alle beiden ersten Filme auch schon 20 Mal gesehen. Ich war ja völlig im Hype. Ja, das ist das, ne? Den ersten Teil hast du schon 50 Mal gesehen, den zweiten 20 Mal und den letzten so vielleicht 5 Mal. Das ist es halt, ja, wenn man damit groß geworden ist, tja. Ach, das war eine schöne Zeit, wo man sich noch gefreut hat auf die Oscars. Ach ja, apropos scheiß Enden, Lost fällt mir da noch ein. Das war auch das schlimmste Ende aller Zeiten. Hab ich das gesehen. Habt ihr beide das gesehen, Daniel oder Christian? Nein. Ich habe ja irgendwie bis 10 Folgen vor Ende geguckt. Ja. Und dann haben irgendwie so viele ständig über das schlechte Ende gesprochen. Dann habe ich einfach nicht mehr weitergeguckt.
Oh, echt? Das hast du ausgehalten? Ich bin ja immer so ein bisschen... Ja, ich werde das sicherlich irgendwann nachholen, aber irgendwann habe ich dann... Ich wollte nicht enttäuscht werden. Weil dann will ich ja erst recht wissen, warum sind die Leute so pisst. Deswegen bin ich unglaublich... Also ich bin selten so gespannt auf ein Ende gewesen, wie jetzt bei Mass Effect 3, weil ich kann mir irgendwie echt nicht vorstellen, dass das Ende so schlimm ist, dass die Leute das Spiel so scheiße finden, weil es ist absolut geil bisher. Und naja, gut. Also. Übrigens, wo wir gerade bei Serien sind, ich möchte es nur kurz anschneiden. Leider ist es eigentlich auch zu spät, wenn ich es am Sonntag erst den Leuten verkünden kann. Aber gerade just an diesem Wochenende kam fand ein sehr spannendes TV-Spektakel statt. Und zwar hat sich RTL 2 doch tatsächlich getraut, eine komplette Serienstaffel innerhalb von 3 Abenden auszustrahlen. Und zwar ist es diese wundervolle Serie Game of Thrones nach den Büchern von George Martin. Ja, Frage George nicht. Martin heißt er, oder? Oder nee, eher Martin weiß der Geier. Du hast es doch gelesen. Ich hab's angefangen, ja. genau, und die haben das nämlich so gelöst, was ich ganz gut finde. Jeweils Freitagabend, Samstagabend und Sonntagabend wird in der Reihenfolge, ich glaube 3 Episoden jeweils gezeigt. Ist auch sehr hilfreich, weil unglaublich viele Intrigen, unglaublich viele Namen und Gesichter vorkommen und somit vergisst man es nicht so schnell, was gerade passiert ist. Und unbedingt die ersten 2, 3 Episoden durchhalten, weil die Serie ist absolut genial. Ganz toll. Okay. Schön, wenn ihr das gerade geguckt habt am Sonntag. Aber wenigstens euch beiden am Wochenende wenigstens aufnehmen, irgendwas tun, damit ihr diese Serie komplett gucken könnt. Ja, es gibt ja auch bald ein Videospiel zu Game of Thrones. Ja, ich bin auch ganz gespannt. Das ist aber leider bin ich auch gespannt, ja. Noch habe ich mir nichts angeguckt dazu, aber es gibt anscheinend schon einen Trailer. Ja. Wie sind wir denn da wieder hingeschwiffen? Ich weiß nicht. Schlimme Enden und Serien. Genau. Kam über God of War, kamen wir dahin. Ja. Wir schweifen. Bis wir alt werden. Das wäre schon wieder die geilste Überleitung aller Zeiten aufs Nächste. Oh ja, Mann. Jetzt habe ich nicht geschaltet. Stimmt. Bis wir ganz alt sind. Alt und grau. Und alt. So wie Daniel oder ich. Oder ich. Oder wir was? Wollen etwas philosophisch werden. Ja, nein. Etwas langsamer, leiser, ruhiger auch. Und ja. Älter. Und falls, unbunter. Und falls wir leiser werden, dann liegt das, dass unser Bart dicker wird. Ja, das ist nicht schlecht. Dann brauchst du ja gar keinen Popschutz mehr fürs Mikrofon. Das ist einfach ein Bart. Ja, praktisch, ne? Einfach so der natürliche Bartschutz. Aber das funktioniert, glaube ich, nur, wenn du dann aussiehst wie der Almöhi von Heidi. Also der Sisi Top Bart, dann erst brauchst du keinen Plopschutz mehr. Oh, super. Ja, wie werden wir zocken, wenn wir alt sind? Das ist eine coole Frage, das Video, was mich ursprünglich dazu verleitet hat, dieses Fundstück zu posten. Löst diese Frage eigentlich nicht wirklich. Es ist eigentlich mehr so eine Art Musikvideo für eine Band, die einen ganz abstrusen Namen hat. Ich muss es gerade nachlesen. Wie heißen die Jungs? Rümdrecklage. Wahrscheinlich spreche ich es falsch aus, aber so wird es auf jeden Fall geschrieben. Deutschen Wort, das es nicht gibt. Oder ich habe irgendwas sehr Unanständiges gesagt. Es tut mir leid. Ich habe das nur vorgelesen, was hier steht. Das Lied heißt auf den Namen Old Style, kommt vom gleichnamigen Album. Es ist Dubstep, wie ich mir habe sagen lassen. Es ist nicht so ganz mein Musikgeschmack, gebe ich zu. Das Video ist aber dahingehend ganz schön strange, weil da werden Rentner quasi bei einer LAN-Party mit Kaffee und Kuchen und Plätzchen gezeigt. Gebaren sich so, wie man das bei einer LAN-Party tut. Vulgär, dreckig, stinkend und mein Gott, zeichnen wir gerade Klischees. Nee, wieso? Das ist doch die absolute ist Realität. So. Das ist ja, wirklich eben. Genauso. Er wollte ja nichts schönreden. Das ist ja knallharter Journalismus, der alle Fakten so zeigt, wie sie sind. Wir sind ja nicht bei Bild.de. Wir sind ja hier nicht bei RTL.
Eben. Na eben. Und parallel dazu passiert halt das, was sie da spielen, passiert dann quasi in einer Grafik, die fast an die Realität heranreicht, weil es in der Realität gedreht wurde. Aber was ich krass finde, ist, dass die rennen da halt durch den Wald und behaken irgendwelche Leute, die in Strahlen-Pseudo-Schutzanzügen rumrennen. Und die nehmen diesen Wald komplett auseinander. Ich frag mich, wie die das gemacht haben. Mit Granaten und mit einer Minigun nehmen die diesen Wald komplett. Ja, vielleicht war es ein Wald, der eh gerodet werden musste. Ja, aber wo kriegt man denn eine Minigun her? In Schweden. Nun. Gehört das zum normalen Haushaltsbedarf? Haben sie gefunden. Eine Minigun pro Haushalt? Vielleicht haben sie sich auch eine gebastelt. Also insofern, das Video ist sehr lang. So kommt es zumindest einem vor. Das mag bei mir daran liegen, dass diese Dubstep-Musik halt, wie gesagt, nicht meins ist. 4 Minuten lang ballern diese Rentner einen kompletten Wald nieder. Es ist wunderschön anzusehen, mit Zeitlupen, Explosionen, zerfetzenden Bäumen und halt den beiden Rentnern mit einer Minigun auf einem Rollator und sie ballert mit einem Sturmgewehr durch die Gegend und wirft Granaten. Aber uns hat das dazu verleitet, mal ein bisschen über unser drohendes Alter nachzudenken, in uns zu gehen und uns zu fragen, ob es wirklich so sein wird. Genau, die Frage ist nämlich, also die ich mir halt stelle, wird sich mein Geschmack verändern? Wird sich mein Interesse irgendwie, wird das Interesse verebben mit der Nein. Zeit? Wird was anderes an Priorität gewinnen? Ich kann es mir nicht vorstellen, weil es ist ja ein Teil von uns geworden. Ganz, ganz, ganz großer Teil und ein großes Interesse, das immer wieder da ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das weggeht. Aber wie sieht das aus, wenn dann die Oma am Gameboy sitzt? Ich kann mir dieses Bild gar nicht vorstellen. Es gibt's ja noch gar nicht. Nee. Das ist wirklich schwierig. Also ich meine jetzt gerade mal, wenn man jetzt mal so an unsere Eltern denkt. Ja, also meine Mutter ist Jahrgang 49. Die hat ein DS XL zu Hause und spielt da Sudoku und Gehirnjogging drauf. Und insofern hat sie irgendwas da, worauf sie spielen kann. Aber ich würde jetzt meine Mutter nicht als Zocker bezeichnen und sie sich bestimmt auch nicht. Aber was ist mit Vätern, die ihren Kids, also uns, irgendwann mal ein Videospiel oder eine Konsole oder einen Computer geschenkt haben zum Zocken? Was ist mit denen? Ja, zocken die immer noch? Ja, ich bin ja durch mehr oder weniger durch meinen Vater zum Zocken gekommen, würde ich sagen. Also über Atari irgendwelche Schwarz-Weiß-Spiele dann hin zu Monkey Island oder so, oder Prince of Persia. Das hat er eigentlich gezockt und ich habe zugeguckt und dann mitgespielt. Und, das ist ja so der normale Weg. Ja, und er, also jetzt zockt immer noch. Also ich ab und zu auch online mit mir Red Dead Redemption oder so. Echt? Er zockt das halt auf eine andere Art und Weise. Also sammelt halt mehr Sachen oder so ruhiger. Und also es ist ja auch klar, Reflexe lassen irgendwie immer ein bisschen nach, wenn man älter wird. Das merkt man ja schon beim Unterschied zwischen 20 und 30 oder so. Ja. Danke. Aber was ich vor allem beobachte, das ist doch Quatsch. Nein. Irgendwie, dann geht das nur mir so. Nee, was ich aber beobachte, es fängt eigentlich schon in den 30er Jahren an, wo sich die Spreu vom Weizen trennt. Der eine Part, der früher viel gespielt hat, hört dann aber auf, weil er andere Prioritäten setzt und es einem doch nicht so in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass man das immer wieder praktizieren will. Und dann gibt's noch die andere Fraktion, die ewig so bleiben wird. Und ich glaube das auch, dass es sich bei denen einfach nicht ändern wird. Zu der ich dann auch zähle. Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dieses Hobby aufgeben zu können. Ich meine, es ist ja auch mehr als ein Hobby. Also ein typisches Hobby ist für mich, ich setz mich hin und bastel irgendwie den Petersdom aus Streichhölzern nach oder es ist ein innerlicher Drang, ein innerliches Bedürfnis, es zu tun. Es ist ja eine Unterhaltungsform. Meine Mutter liest gerne Bücher. So, dann meine größere Schwester, also meine ältere Schwester, die ist 10 Jahre älter als ich, die hat als ihre, nenn's jetzt mal, primäre Unterhaltungsform Fernsehen und Filme, Serien. Meine Schwester guckt viele Serien. Und bei mir ist es halt so ein Mix. Also lesen tue ich nicht mehr viel, gebe ich zu.
Ich gucke aber verhältnismäßig viel Fernsehen abends, wenn ich nach Hause komme, habe ich keine Lust mehr, groß aktiv was zu tun, da will ich mich einfach berieseln lassen. Wenn ich aber den Drang verspüre, so, ich will jetzt mal eine geile Geschichte erleben, dann packe ich zum Gamepad und erlebe die selber. Dann lasse ich mich nicht berieseln, dann bin ich ja Teil des Ganzen. Und das ist für mich eine sehr wichtige Form der Unterhaltung. Und ich glaube nicht, dass ich das jemals einfach so sein lassen werde. Ja, ich glaube auch nicht, dass ich meine, wenn man das mit 30 noch macht oder Mitte 20 so extrem, dann wird man das wahrscheinlich auch weiter so machen. Also so sehe ich das, glaube ich, bei mir. Nur wahrscheinlich wird man dann, ich meine, die Videospiele werden sich ja auch verändern und die Art und Weise, wie man Videospiele spielt. Und da wird wahrscheinlich irgendwann, denke ich mal, bei mir oder bei meiner Generation dann so der Schritt kommen, wo dann ich so eher in dem weitergehe, so meinen Weg weitergehe, wahrscheinlich wird es dann ein bisschen arcadiger oder keine Ahnung was. Oder ich fröhne mehr den alten Spielen. Das hast du ja jetzt schon. Ja. Das ist ja, du hast ja jetzt schon die Casual-Schiene und die Hardcore-Gamer-Schiene. Ne? Also diese ganzen Casual-Geschichten, die sich quasi ja, so von selbst spielen und die Hardcore-Sachen, wo du halt wirklich noch was tun musst, damit du Erfolg haben kannst. Aber mittlerweile kommt vor allem noch die Schiene Mobile-Gaming dazu und Indie-Games. Also es ist gerade schon eine ziemliche Aufbruchsstimmung. Es splittet sich sehr. Also ich muss sagen, mein Verhalten hat sich insofern verändert, dass ich mich davor scheue, wirklich langatmige Spiele anzupacken. Also wo ich von vornherein weiß, zum Beispiel in Skyrim würde ich jetzt nie anfangen, weil ich gar nicht die Zeit dafür habe. Wahrscheinlich würde es mich tierisch interessieren, also es interessiert mich wahnsinnig. Ich liebe es, in Welten einzutauchen. Aber wenn es nicht gerade ein neues Fable ist, dann setze ich mich damit nicht auseinander, dann das raubt mir im Grunde zu viel Zeit. Ja, dafür spiele ich aber wahnsinnig viel auf dem iPhone, wenn ich unterwegs bin oder mit dem 3DS oder sonst wie. Und sonst spiele ich halt im Grunde Sachen, die ich auch nur mal für eine halbe Stunde spielen kann. Forza, dann fahre ich mal eben zwei Rennen oder so, dann habe ich aber auch wieder genug oder sowas halt. Also ich setze mich jetzt nicht mehr hin und spiele stundenlang irgendein Spiel. Das ist aber vor allem das Phänomen von von arbeitstüchtigen Leuten. Also sobald man in das Alter kommt, wo man nicht mehr in der Ausbildung, nicht mehr in der Schule, nicht mehr im Studium ist, sondern wirklich den ganzen Tag am Arbeiten ist, man kommt abends nach Hause, man kann sich selten dann abends noch hinsetzen und 3 Stunden Spiel spielen. Meistens ist man eigentlich damit beschäftigt, erstmal ein paar Mails zu checken, irgendwie im Internet rumzusurfen und Sachen zu erledigen. Bügeln. Oder das und aufs Wochenende setzt man dann vielleicht hier und da mal ein bisschen zocken. Man ist froh, wenn ein Spiel nur 10 Stunden hat, weil man braucht an sich ja schon lange, ein Spiel dann zu beenden. Und wenn es dann noch 30, 40, 50, 70, 80 Stunden hat, weiß man einfach, dass man monatelang damit befasst ist und man möchte eigentlich Abwechslung haben. Das und Problem die bietet ist einen eigentlich nur diese so kurze Spiele, knackige kurze Spiele. Ist das, also die Krux an der ganzen Geschichte ist ja auch, du wirst von allen Seiten und allen Mädchen, die wir momentan zur Verfügung haben, berieselt ohne Ende. Also du hast das Fernsehen, das immer weiter geht, du hast das Kinoprogramm, das jedes Jahr immer mehr dazu bekommt, halt die Spielesachen, ne? Und jetzt nehmen wir mal an, du schimpfst dich jetzt ein Filmfan und willst jetzt Sachen aufholen. Es ist ja nicht so, dass die Filme weniger werden. Es werden ja immer mehr Filme, die du dann aufholen musst. Ne? Und wenn du jetzt sagst, ich will jetzt mal alle Stummfilme nachholen mit Charlie Chaplin oder so und dann will ich aber auch das mal machen und mir mal, keine Ahnung, alle Stanley Kubrick-Filme mal angucken. Ne? Das sind ja alles Sachen, die hattest du jetzt vor 30, 40 Jahren, hattest du solche Gedankengänge noch gar nicht. Da hattest du das geguckt, was auf den Tisch kam und warst glücklich. Und jetzt hast du halt die Möglichkeit, hier die ganzen Special Editions auf DVD abzugrasen und dann nochmal eine Blu-ray Edition, die alleine ja schon so viel Content an Extras haben. Making-of und Kommentarspuren, 2 oder 3 Stück. Dann die Kommentarspuren mit dem Regisseur, die mit den Darstellern, die mit dem Komponisten, was weiß ich. Da ist so ein Overload an Sachen. Und bei den Spielen ist es ja genauso. Ich habe ja schon Probleme, allein die Spiele
irgendwie zu spielen, die jetzt gerade so rauskommen. Ich komme ja kaum noch hinterher. Und wenn du da jetzt zum Beispiel hingehst und sagst, ich würde jetzt gern mal ein PlayStation 1 Spiel spielen, was richtig super war, was total bei mir vorbeigegangen ist früher, dann hockst du da auch wieder deine, wenn du jetzt zum Beispiel ein Rollenspiel spielst von 1998 für PlayStation 1 oder so, das geht dann auch wieder seine 60, 70 Stunden. Alles Stunden, die du halt jetzt wieder verlierst an Sachen, die in der Zwischenzeit kommen. Ne? Und so ist das, ist so ein Kreislauf, der spannt sich immer weiter nach außen. Und da bin ich auch echt gespannt, wie das weitergeht, weil. Naja, die Frage ist halt, geht die Spielindustrie mit uns mit? Und fängt an, kurze, knackige Zwischendurchspiele für arbeitstätige Familienerwachsene zu machen? Oder wachsen wir aus der ganzen Sache raus? Also es wird das delivern, was der Markt will. Also, ich glaube, der Markt wird sich so breit aufstellen, dass das, wie ich es gerade eben beschrieben habe, also es gibt für verschiedene Situationen in meinem alltäglichen Leben gibt es verschiedene Typen von Spielen, die ich bevorzugen würde. Jetzt am Wochenende zum Beispiel sind wir bei Freunden. Da weiß ich, dass wir den ganzen Abend bunte Partyspiele spielen werden. Und das finde ich cool. Da freue ich mich richtig drauf, weil ich das schon sehr lange nicht mehr exzessiv gemacht habe. Und das werden wir tun und wir werden dabei viel Spaß haben. Und dann bin ich wahrscheinlich aber auch erstmal wieder für ein Vierteljahr, für ein halbes Jahr erstmal wieder gut bedient und bin happy, dann werde ich erstmal andere Sachen spielen. Und mir fallen bei solchen Debatten immer wieder so Sachen ein wie, wir haben vor kurzem drüber gesprochen, Quantic Dreams, dieses Spiel. Heavy Rain. Das war nicht für den typischen Call of Duty Spieler. Das war für jemanden, der sich auf eine ernste, erwachsene, tiefgründige Geschichte mit krassen Konsequenzen, der sich darauf einlassen will. Das ist wie ein Roman eigentlich mehr. Ja, also was Ernstes. Das ist eigentlich kein Videospiel im klassischen Sinne. Das ist einfach so ein, das ist ein Erlebnis. Das ist einfach ein audiovisuelles Erlebnis mit leichten interaktiven Einschlag, das man halt so in der Form irgendwie auch selten hat. Also das kannst du mit den Spielen so auf dem Markt gar nicht so vergleichen, so richtig. Ich glaube auch nicht, dass es irgendwann das Rentner-Spiele-Genre geben wird, sondern ich glaube, dass man als Rentner dass wir als Rentner aus einem unglaublichen Portfolio an Möglichkeiten schöpfen können werden. Mhm. Wir können Retro-Spiele spielen, wir können Indie-Spiele spielen, wir können die ganz normalen Spiele spielen, sofern wir sie noch drauf haben und bei FIFA nicht unfassbar aufs Maul kriegen. Ich glaube nicht, dass ich mit 60 Jahren noch ein neues Call of Duty anfangen werde. Aber vielleicht werde ich dann ein neues SimCity anpacken. Und dann hast du wieder Zeit für ein neues Skyrim. Ah, verdammt! Das stimmt, dann kann man die ganzen Rollenspiele spielen. Das muss man ja auch sagen. Allein im letzten halben Jahr sind für mich 3 Rollenspiel-Highlights rausgekommen, die allesamt mindestens so 40 Stunden veranschlagen. Also jetzt allein Mass Effect 3 braucht so 45, dann Dark Souls hat 70 gebraucht, bei Skyrim war ich 180 Stunden unterwegs. Und das alles jetzt in einem halben Jahr. Und das hat so viel Zeit gefressen, dass ich so diese 10-Stunden-Spiele, die ich auch so gern spiele, die habe ich jetzt alle verpasst. Und früher war das halt so, da hast du auf dem Super Nintendo dein Secret of Mana gehabt und wenn du Glück hattest, kam mal einmal im Jahr sowas raus. Und da kam es, vielleicht ein Jahr später kam mal ein Illusion of Time oder so raus und dann hast du dich gefreut und dann warst du mal 2 Wochen beschäftigt und dann hast du auch wieder nach mehr geschrien. Also früher warst du halt underdelivered in der Hinsicht. Was ja auch nicht ganz verkehrt ist, weil ich meine, wenn ich allein daran denke, wie viele offene Spielstunden mir allein auf dem DS noch blühen bei 2 Dragon Quest Spielen. Oh also, Gott, ja, das spiel ich auch glaube ich noch. Da habe ich glaube ich noch einen zweistelligen, fast einen dreistelligen Stundenspielbetrag vor mir. Ja, es ist krass. Ich bin auch froh, dass ich Dragon Quest 4 und 5 schon durch habe und jetzt nur noch den 6. durchspielen muss. Und danach will ich ja auch noch den 7. für die PS1 noch nachholen, dass er auch allein 100 Stunden braucht. Oh, ich glaube, wir werden uns im Rentenalter nicht langweilen müssen. Nee, glaube ich auch nicht. Na, hoffentlich. Solange wir noch gut sehen können, zumindest. Ja, das ist allerdings interessant. Das könnte wirklich scheiße. Wir haben ja nur über die Hände gesprochen. Was ist denn, wenn wir den grauen Star haben? Vielleicht gibt es dann so Brain Connections, die wir nur noch mit unseren Gedanken die Spiele kontrollieren und gar nicht mehr uns gar nicht mehr bewegen müssen. Oh Gott.
Ja. Dann ist das alles wie bei Matrix, dann wissen wir vielleicht wirklich überhaupt nicht mehr, was los ist. Gibt's dann auch Wireless-Chips? Also richtige Chips, die man dann nicht mal mehr essen muss, die einfach so in uns hineinfließen? Oh Gott, das wäre schlimm. Oh, wie langweilig. Ja, ne? Aber jetzt doch crunchy crunchen. Wireless-Nahrung. Um Gottes Willen. Dann geht ja, dann ist ja eigentlich der Spaß an Nahrung futsch. Der ist ja schon lange weg. Ja. Aber neben der Frage, was werden wir zocken, wenn wir alt sind, finde ich auch spannend, wie sich das jetzt für die kommenden Generationen entwickelt. Dass die Eltern und die Großeltern alle Zocker waren. Ja, schön. Ob dann die dann kommen, automatisch auch dann so in dieses Zockertum reinfahren oder ob die dann... Ob das total uncool ist, oder? Also, ja, vielleicht meistens, ist es dann total out. Meistens ist es ja so, bei einer großen Welle kommt immer wieder so ein Gegenpart. Also jetzt zum Beispiel diese Laissez-faire-Generation, Woodstock, weiß der Geier was, ja, also Hippie-Zeiten. Alles war super locker und das Ganze hat sich ja dann sehr gewandelt in wieder strenge Erziehung, wieder viel Autorität und ja, also ich glaube, dass das schon eine Gegenreaktion geben könnte. Oh Gott, ich hab Bilder vor Augen, wie unsere Kinder und unsere Kindeskinder gegen uns demonstrieren, weil wir immer noch Videospiele spielen. Verbrennen dann so NES-Module in Lagerfeuern. Ah, nein. Oh Gott, diese Bilder. Schlimm. Obwohl eigentlich, ich glaube, bei Unterhaltung ist es, glaube ich, gar nicht so schlimm. Weil ich meine, Bücher lesen ist ja auch nie out oder in gewesen. Das ist einfach immer da. Ich bin auch mal sehr gespannt, wie diese Generation, die wir jetzt erleben, altern wird. Weil du kannst ja jetzt schon die PS1 und N64 und sogar PS2-Spiele teilweise, die kannst du ja heute eigentlich gar nicht mehr spielen, einfach weil sie so grottenhässlich geworden sind und grottenschlecht gealtert sind. Also bei 3D-Grafik ist es halt wirklich so, da ist immer so das, was du aktuell siehst, das, was zählt. Also, wohingegen 2D-Spiele irgendwie zeitlos sind. Die haben das irgendwie stimmt, diese Pixel-Art, die sind irgendwie. Die kann nicht altern. Sie funktioniert ja so, wie sie ist. 3D war immer im Fortschritt. Es musste immer irgendwie besser werden und besser werden. Ja. Das ist genauso wie bei Filmen, diese Stop-Motion-Sache und versuchen, genau, Animationen reinzubringen. Das wird immer irgendwie altbacken aussehen, aber ein Film, der komplett ohne Special Effects auskommt, der bleibt zeitlos. Ja, das stimmt. Und da ist die Geschichte ja am wichtigsten und ein Transformer wird wahrscheinlich in 30 Jahren nur müde Lächeln hervorbringen. Ich meine, wenn du jetzt heute die alten Star Wars Filme guckst, dann hast du die halt auch geil in Erinnerung, wie wenn du so jetzt in HD siehst und die in Detail siehst, wie schäbig halt so die Kulissen halt eigentlich sind. Oder dass der Todesstern eigentlich nur eine Lego-Burg ist, wenn du das genau hinguckst. Halt so Sachen, die kann man halt einfach nicht mehr leugnen. Die haben den so nicht wirklich gebaut, was? Naja, sie haben ihn gebaut, aber aus Lego-Stein. Nein! Och nein, so fies von dir. Deswegen gab es Lego Star Wars später auch. Aber das Phänomen hatte ich ja auch am Wochenende mit Terminator 1. Ich habe das erste Mal in meinem Leben Terminator 1 gesehen. Oh Gott. Und habe nur gedacht, okay, den Film kann man echt nicht mehr ernst nehmen. Also, der hat nicht genug Story dafür, Dafür ist der zweite Teil gut gealtert. Der zweite ist super gealtert. Da bin ich mal gespannt drauf, ja. Auch von den selbst von den Effekten, ja. Ja, auch von Effekten und auch vor allem, weil der Ton ein anderer ist. Der erste ist halt so bierernst und düster und ruppig und der zweite ist halt so ein bisschen. Er nimmt sich zu ernst dafür, dass er eigentlich echt. Ja, und der zweite fängt halt schon so an, Arnie spricht und geht dann halt mit Back to the Bone aus der Bar mit den Lederklamotten. Das ist halt schon ein ganz anderer Ton. Ja, aber das ist auch erst im zweiten Film möglich, weil der erste ja dann so kultig geworden ist, man hat seine Insider und der zweite kann endlich erstmal darauf zurückgreifen und das Ganze aufgreifen und ja, also ich finde das schon
Also da bin ich dann gespannt drauf. Das wird wahrscheinlich sehr viel unterhaltsamer sein. Ja, deswegen werden auch alle Call of Duty-Spiele in 5 Jahren überhaupt keine Relevanz mehr haben, weil die sich alle viel zu ernst nehmen. Entgegen, wenn du einen Conker's Bad Fur Day heute noch spielst, da kannst du dich heute noch drüber kaputt lachen und der macht die Grafik nichts aus. Das heißt einfach, Humor bewährt sich einfach. Das hat schon Monty Python gezeigt, das kannst du heute noch super angucken. Ja, aber da musst du vorsichtig sein. Also bei sowas wie Saints Row oder so, da... Ja gut, das ist jetzt das ist jetzt dann, mehr so, das ist so überzeichnet, also es gibt halt einen Humor, der so überzeichnet ist, dass er irgendwann nicht aus der Mode ist. Humor geht sowieso immer aus der Mode. Also heute würdest du ja nicht annähernd den Effekt erzielen, den Otto Walkes vor 30 Jahren erzielt hat, oder 40 fast. Aber die Frage ist, macht es das, weil wir das schon kennen, oder hat sich der Humor wirklich so verändert? Der Humor hat sich verändert. Das finde ich jetzt überhaupt nicht. Also wenn er jetzt, neulich habe ich mir einen alten Charlie Chaplin-Film angeguckt und da gibt's immer noch, ich meine, klar, da gibt's viele Szenen, da lachst du heute nicht mehr drüber, aber da gibt's auch so Gags drin, die würden auch, wenn du die in einem modernen Film so einbauen würdest, würden die immer noch funktionieren. Ja, das also ist aber was anderes. Also es gibt hier eigentlich diesen zeitgenössischen Humor und einen, der gut altern kann. Also ich merke es einfach bei Otto Walkes. Viele Sachen, da kannst du immer noch drüber lachen und es ist immer noch echt ein guter Humor und es gibt Sachen, die wirklich, man merkt, sie gehört in diese Zeit. Ja, es ist halt alberner Humor. Ja, genau. Aber wenn es intelligenter Humor ist, wie jetzt bei es ist wie Monty Duke Pythons Nukem oder sowas. Es ist wie Duke Nukem. Es hat in die 90er gehört, es hat da irgendwie Sinn gemacht vom Humor her und jetzt ist es einfach nur noch okay. Es ist ganz, ganz entscheidend, ist diese popkulturelle Referenz, die so ein Humor hat. Wenn du jetzt bei Shrek oder keine Ahnung was, so ein Matrix-Joke machst, dann lachst du in dem Jahr, wo das rauskommst, weil das ganz frisch ist und lustig, Matrix nachgemacht. Und irgendwie hatte dann in der Zwischenzeit jeder Film einen blöden Matrix-Joke drin und beim 10. Mal lachst du einfach nicht mehr drüber. Und bei Monty Python ist es halt so, die haben das schon geschickt gemacht, dass die nicht irgendwelche speziellen, detaillierten Geschichten verarscht haben, sondern so das Allgemeine, so dieses Rundum-Gelöt, was du zeitlos einsetzen kannst. Ja, gesellschaftliche, also viel Schubladendenken auch, was ja niemals verschwinden wird. Egal wie aufgeklärt eine Gesellschaft ist, es muss immer Klischees geben und die sind, wie man sieht, international und für alle Zeiten gültig. Also. Und es wird immer Angelsachsen geben, denen man das Angeln beigebracht hat. Ja. Ach, es gibt wahnsinnig viel, was wir darüber sagen können. Ich habe jetzt entschieden, dass wir auch einen Kommentar dazu machen werden. Ich weiß nur noch nicht wann. Aber ich bin gespannt. Ich werde mich dann mal zu auslassen auf jeden Fall, weil das Thema ist mehr als erschöpflich. Nee, mehr als erschöpft. Nee, auch nicht. Nee, unerschöpflich. Unerschöpflich, so. Paar. Ergiebe ich. Genau, also das ist auch echt ganz spannend im Moment. Ja. Die Frage, wohin? Wohin? Quo vadis? Och, gleich so intellektuell, Herr Schäfer. Ja, ich bin auf der Quo vadis, fällt mir gerade ein. Die ist im April, Ende April. Da bin ich in Berlin. Ach so, wird es eigentlich noch einen Beitrag zu der Game Developer? Games Developer Con. Wie hieß das nochmal? GDC. Conference? GDC? Ja, genau. Was war damit? Ob es da noch irgendwie vielleicht so einen kleinen Bericht zu gibt, was da Spannendes gelaufen ist oder so. Weil ich bin beim Seppen nur drüber gestolpert und hab gedacht, ach guck. Das war ja spannend. Fühl dich frei. Ich habe von der GDC dieses Jahr nicht viel mitbekommen, gebe ich auf. Ja, deswegen, ich fand's so schade, ich habe nicht mitbekommen. Ja, es war so ein paar kleine Sachen irgendwie. Wobei die ja insgesamt immer wichtiger wird als Event, aber ich glaube, das ist mehr ungewollt, weil eigentlich ist das, also gerade Presse ist da super ungern gesehen, weil eigentlich geht's da darum, dass die Entwickler ihre Köpfe zusammenstecken und coole neue Ideen auftun und dann nerven dann Leute, die mit einer Kamera und Mikrofon was machen sie da? Ist das, aha, das ist ja interessant, was machen sie denn da? Ist das ein neues Konzept? Wer bezahlt das denn? Aha, aha, aha. Das tötet dann jeden kreativen Keim.
Nichtsdestotrotz hält es natürlich unsere vom Konsum gebeutelte Gesellschaft. Vor allem der Durst nach neuem, frischem. Ja. Noch. Solange wir noch unverbraucht und sexy sind, brauchen wir einen neuen Input. Her damit. So. So. Ja, wenn du da dich, dann könntest du, wenn du dich da informierst, dann könntest du da was schreiben. Ja, ich guck noch mal. Ja. Guck mal. Dann könntest du das direkt nächste Woche posten, wenn du wollen würdest. Wenn ich die Zeit finde, würde ich da schon könntest du mich das für zu bereit erklären. Ja, das finde ich gut. Das klingt ja, gut. Hervorragend, habe ich notiert. Wir haben nächste Woche ganz viele fantastische Themen für euch, bevor wir zum Ende kommen. Denn wir sind, glaube ich, ich sehe jetzt gerade den Timer nicht, aber ich glaube, wir sind schon bei... Eine Stunde. Ach, herrje. Ihr hört, ich blätter meine Unterlagen durch und finde nichts. Oh Gott. Wo habe ich das denn aufgeschrieben, Mensch? Oh Gott, das ist so... Das soll ich dir helfen? kann ich dir was halten? Montag. Unterlagen durch. Mach du mal, ja genau. Ich weiß ja nur Montag. Montag Final Fantasy 13.2. Echt? Wow. Ja, echt sehr gut. Glaube ich, dass du ihn noch Montag gepackt hast. Ja, endlich habe ich es geschafft. Ich bin ja zwischendurch mal... Bist du komplett durch? Ja. Ich hatte heute noch Wie viele Stunden hast du gespielt? Ne, das sage ich nicht. Doch, komm, erzähl. Das geht auf jeden Fall in die Richtung, über die wir vorhin gerade gesprochen haben, für die wir keine Zeit mehr haben. Oh. Okay. Aber gut, das war aber klar, oder? Aber diesmal lohnt es sich auch wieder. So viel kann ich hier schon mal sagen. Auch ohne den ersten Teil? Ja, wenn du kannst, man könnte so sagen, ja, ohne den ersten Teil. Ich habe den ersten Teil nie durchgespielt, weil er mich gelangweilt hat. Und vom Gameplay her auch vor allen Dingen. Aber würdest du jetzt den ersten nochmal durchspielen? Jetzt ich hatte kurz bevor ich den zweiten angefangen habe, habe ich nochmal ein, zwei Stunden mich aufraffen können und irgendwie einen alten Save weitergespielt. Ich erinnere mich. Ja, aber dann hatte ich dann doch wieder aufgehört und mir nur noch ein bisschen die Story angeguckt. Und man kann sich auch im zweiten nochmal drüber informieren über die Story, also von daher. Das knüpft halt direkt am Ende des ersten Teils an von der Geschichte her, deswegen wäre es nicht verkehrt, wenn man sich vorher vielleicht mal darin über informiert, aber man kriegt es auch ein bisschen erzählt, so während der Geschichte selbst. Und ja. Ja, alles weitere. Montag. Lohnt sich auf jeden Fall. Wenn man wieder so ein bisschen. Wenn man vom 13. enttäuscht war an sich. Das klingt gut. Mhm. Und irgendwann die Woche Twisted Metal. Ja, direkt danach, am Dienstag. Ah, oh Gott. Nein. Ja. Twisted Metal, das ja. Ist so dieser Trash, wo du mit irgendwelchen Clowns irgendwelchen... Trash ist auch genau das Stichwort. Aber sehr, sehr guter Trash. Also Gameplay ist teilweise echt nervig. Die Zwischensequenzen sind so schlecht, dass sie wieder gut sind. Also es macht Spaß. Das gab's auch echt lang nicht mehr, ne? So ein Autorennspiel mit so Ballergelöt auf den Autos drauf montiert. Ich weiß noch, da gab's auf der PS1 gab's da eine Flut an Spielen. Vanquish und wie die Dinger alle hießen und irgendwas mit Age gab's da auch noch. Ich habe ja das Original auf PS1 gespielt und danach nie wieder. Aber da sind ja noch irgendwie ein paar Teile rausgekommen, mal. Das habe ich aber nie so mitgekriegt. Ich glaube, alle Teile davon können wir auch gar nicht erwähnen. Genau, die meine ich aber auch nicht. Nee, gut. Am Mittwoch haben wir eine Top 10, und zwar eine Top 10, die während unserer wöchentlichen Konferenz schon hitzigste Diskussionen ausgelöst hat. Und genau das erwarte ich mir auch von den Top 10s. Auch, dass ihr euch daran beteiligt, denn wir werden uns einem Thema nähern, das, oh mein Gott, es könnte härter kaum sein. Die schwersten Spiele überhaupt. Oh mein Gott. Gibt es überhaupt schwere Spiele oder gibt es nur schlechte Spiele? Das wäre dann schon wieder ein Kommentar. Da könnte man. Das kommt also im Comments-Bereich. Ich muss auch sagen, es hat mich auch wieder zum Nachdenken angeregt, weil
als ich dann meine Mail geschrieben habe an den Mika, waren es eigentlich nur SNES und Gameboy-Spiele, die ich so furchtbar schwer fand. Und ja. Liegt das jetzt daran, dass ich damals noch sehr jung war, obwohl ich es heute auch nicht hinkriege? Ich glaube, die Art und Weise, wie Spiele heute gemacht werden, hat sich geändert. Wenn ich mir angucke, dass du zum Beispiel Mario Galaxy oder New Super Mario Bros. Wii, wenn du es einfach nach dem fünften Mal nicht gepackt hast, dann kommt der Computer und hilft dir und spielt das Spiel für dich. Was ich, also Spiele sind leichter geworden, wenn es nicht gerade ein Demon's Souls oder ein Dark Souls ist. Oder Hard Corps. Das war auch ein Brett von einem Herrn, ey, alter Schwede. Oder I Wanna Be the Guy. Das hatte halt früher viel mit Auswendiglernen zu tun. Generell auch Contra. Gab's ja auch noch für PS2 Shattered Soldier. Da weiß ich noch, wie grauenhaft schwer das war, wenn du versucht hast, das auf dem S-Rang durchzuspielen. Da durftest du keines Mal kein Continue einsetzen, musstest alles kaputt machen, 100% erreichen. Also da habe ich mich an viele von Flüchen zerwobene Lüfte in der Luft hängende Nachmittage. Aber das gibt es ja heutzutage immer noch, diese Schwierigkeitsgrade, wo du denkst, ey, was wollt ihr eigentlich von mir? Ja, aber ich finde es halt auch interessant. Aber ansonsten, sobald man auf normal, leicht oder auch schwer spielt, dann wird er mir schon viel abgenommen. Allein wie oft jetzt seit PS3 und Xbox 360 dieses Autosave. Bei dem neuen Final Fantasy jetzt 13.2, da gibt es ja gar keine Speicherpunkte mehr. Oh. Was mir halt aufgefallen ist, gerade für die, die Spiele, die damals eigentlich für Kinder gedacht waren. Ja, aber die waren so unfassbar schwer. Irgendwie, ich hab mich daran erinnert, Looney Tunes für den Game Boy. Ohne Speicherpunkte, ja. Und jedes Mal fängst du von vorne an und irgendwann mal eigentlich immer beim gleichen Level kackst du ab und du hast nie das Ende gesehen. Und es ist ein Kinderspiel. Und da denkt man sich, das kann nicht wahr sein. Die haben vor allem die unmöglichsten Dinge verlangt. Ich weiß noch, bei Goose and Ghosts musstest du das durchspielen und dann musstest du es nochmal durchspielen auf einem höheren Schwierigkeitsgrad, damit du überhaupt zum Endgegner kommst. Also die haben echt allen Ernstes verlangt, dass du das Spiel zweimal durchspielst, damit du es durchgespielt hast, richtig. Also es war dasselbe Spiel. Total Banane. Echt totaler Quatsch. Also, naja gut. Aber ja, die Top 10 wird echt spannend. Ja, ich bin gespannt, was da am Ende drin landen wird. Also ich glaube, innerhalb von gefühlten 20 Sekunden hatte jeder in der Konferenz mindestens 3 Spiele genannt. wenn wir das aufgenommen hätten, wäre das sehr lustig geworden. Eigentlich müssten wir mal sowas aufnehmen. Ja. Das müssten wir eigentlich wirklich machen, ja. Aber ich befürchte, dass nicht alle den Aufnahmeknopf drücken. Und nicht von der Beate-Use-Seite runterkommen. Alle völlig abgelenkt. Warum? Das verstehe ich nicht. Ich würde das nicht verstehen. Jetzt hat's mir aus dem Konzept gehauen hier. Donnerstag. Beim Donnerstag, genau. Da gibt's dann Download Donnerstag, wie man bei uns ja so schön sagt. Da gibt es, glaube ich, vom Tobi den nächsten, und zwar Burnout Crash. Oh, geil. Ja. Das neues Burnout habe ich gar nicht mitbekommen. Ja. Ach, aber ach, das ist, wo nur die Crashs drin sind, ne? Wo, ja, wo schon die Autos kaputt. Ja, ja. Ach, das ist, schade. Autos kaputt crashen. Ah, ich habe schon gedacht, es gäbe ein neues Burnout, so ein richtiges. So ein echtes. Ja, so ein richtiges mit schnell fahren und Autos kaputt hauen. Yeah. Und gegenrammt. Das ist ja super. Naja, gut. Das gibt's auf jeden Fall am Donnerstag. Außerdem am Dienstag und Donnerstag tolle Fundstücke, wo ich von einem glaube zu wissen, was es wird. Und das wird episch. Beim anderen weiß ich noch gar nichts. Am Montag haben wir auch noch einen Comic der Woche. Da weiß ich jetzt schon, dass es sich um Mass Effect drehen wird. Oh Wunder, wie kann das sein? Am Freitag hauen wir euch dann die Top-Releases des Aprils 2012 um die Ohren. Es ist ja wieder soweit, der Monat ist rum. Das finde ich total krass. Ja. Der Monat ist echt rum. Schnell gegangen, ja. Was ist passiert? Zum Glück. Man wurde gut unterhalten. Ja, zu viele Spiele. Also der März war wirklich ein spielstarker Monat. Waren echt gute Sachen dabei. Hammer, also, ja. Ich meine, allein jetzt Mass Effect, da muss ich jetzt auch mal kurz mal ablassen. Also Microsoft, ich hasse eure Spielstandpolitik, die an Profil gebunden ist, weil mein Spielstand war korrupt, den ich importieren wollte vom zweiten Teil. Weil nämlich, man darf nämlich Spielstände nicht auf eine andere Platte schieben. Was bei mir aber nicht anders ging, weil die erste, die Xbox kaputt ging.
und die danach auch. Und also das, sie haben das irgendwie so gemacht, dass du das nur importieren kannst, richtig, wenn das auf der Platte war, auf das du es ursprünglich gespeichert hast. Das dann, kann aber nicht nur Microsoft, das kann auch Nintendo mit der Wii. Mit Mii-gebundenen Speicherständen. Hölle. Naja, jedenfalls war es das Ende von dem Lied, dass ich jetzt 2 Stunden hin und her geschiebe auf irgendwelche Memory-Karten und Speichersticks, das doch irgendwie doch wieder geschafft habe, was echt nicht sein muss. Mach doch einfach die Spielstände irgendwie free, dann sollen sich die Leute halt einen Spielstand komplett aus dem Netz laden, die Erfolge sich holen. Ja, eben, ist doch deren eigene Sache. Tja. Das ist doch sowas von customer-unfriendly, dass da diese so eine Blockade ist. Also geht absolut nicht in Ordnung. Aber naja, gut. Am Samstag gibt es einen letzten Test für die nächste Woche, nämlich, also jetzt nicht der letzte Test in der nächsten Woche für die, nein, anders. Also gibt es einen letzten Test, allerdings nicht unbedingt für die Wii, sondern nur für die nächste Woche, nämlich The Last Story, was ja einer der großen letzten Titel für die Wii sein könnte. Tatsächlich. Ja, ist er auch. Also er ist auf jeden Fall ein großer Titel. Ob er einer der letzten ist, wissen wir noch nicht, aber auf jeden Fall kommt da erstmal nicht so wahnsinnig viel nach, oder? Ach, das ist auch okay so. Also der Titel wäre ein toller Schlussstrich. Echt? Auf jeden Fall ein gelungener, ja. Oh. Also jetzt schon eine Empfehlung von dir. Es wird auf jeden Fall eine sehr hohe Wertung meinerseits aus. Also ich bin sehr, sehr glücklich mit dem Spiel. Das klang so, als wäre Johannes da anderer Meinung. Nein, das stimmt doch überhaupt nicht. Ach so, okay, das klang aber so. Nee, ich kann nur ich kann jetzt allein vom Zuhören nur bestätigen, dass der Soundtrack auf jeden Fall super ist. Ah, okay. Vom Spiel her der war fantastisch, ja. Liegt dir dem Spiel nicht bei? Oder habe ich da jetzt völlig falsche Erinnerungen? Ja. Aha. Ganz toll. Also, ihr seht, nächste Woche ganz viele, ganz tolle Themen, große Rollenspielkost und auch sonst große Themen und tolle Sachen. Jede Menge Gründe, also nächste Woche vorbeizuschneiden. Ist richtig, ne? Vorbeizuschneiden. Ja. Das klingt komisch. Ist aber so. Ist aber richtig. deswegen schneid mal vorbei und schaut mal rein, denn Gründe gibt es ohne Ende. Und am Sonntag gibt es dann direkt den nächsten Podcast, nämlich den unfassbar 54. Oh mein Gott. Yeah. Wenn es nicht vorher noch den Special-Podcast gibt. Aufzeichnungstechnischer Art, ja. Ach so. Na gut. Aber für diese Woche ist schon mal gut. Ja. So. Und dann gibt's im April gibt's ohne Ende weiter mit tollen Themen, aber der April, der hat uns jetzt noch nicht zu interessieren. Oh Gott, nächste Woche Sonntag ist der 1. April. Ach du Heiliger Bimmer. Da könnt ihr euch aber im Podcast auf einiges gefasst machen, Freunde der Nacht. Oh, da werden wir alle so tun, als ob wir jemand anders sind. Okay, ich nehme dich beim Wort. Das wird großartig. Ich nehme dich beim Wort. Ich werde nächste Woche alle meine Schauspieler-Skills auspacken. So, genug vom Spaß. Ja. Ist gut hier. Ab ins Bett, alle Mann. Ja. Ab ins Bett. Auch ihr da draußen. Genau. Ab in die Koje. Ja, ich will auch massiv. Bis zum nächsten Mal. In neuer Frische. Auf Wiederhören. Auf Wieder, tschüss. Tschüss. Schöne Woche. Tschö. Thank you.